Was ist denn jetzt am Barnafox Meet geschehen? Wir werden es hoffentlich bald erfahren. Hallo, ist hier jemand? Das sieht jetzt nicht so. Da ist ein Krupp. Aber mein Partyfoot ist da. Keine Tiere. Ja, yes, das ist definitiv nicht der richtige Moment für Spaß. Obwohl mir spontan einige einfallen würden. Hat irgendjemand im Zaubereiministerium Bescheid gesagt? Sie sollten sich um diesen Fall kümmern. Vielleicht schicken sie einen Praktikanten oder so. Oh, wie furchtbar! Wie schrecklich, schrecklich, schrecklich furchtbar! Madame Umbridge? Du kennst sie, Cody? Sieht aus, als wäre sie verletzt. Wir sind uns im Zaubereiministerium kurz begegnet. Sie ist die Leiterin des Büros gegen den Missbrauch der Magie. Dann solltest du vielleicht die Führung übernehmen. Ich bin nicht so gut im Umgang mit, Menschen. Ich kann gerne die Führung übernehmen, Liz, aber du darfst dich nicht so sehr unterschätzen. Du bist eine hervorragende Hexe. Und Madame Umbridge ist eine ganz handsame Institutsmitarbeiterin. Hallo, Madame Umbridge. Verzeihung, Liz und ich sind hier, um den Angriff zu untersuchen, der gemeldet wurde. Warum müssen da gerade Kinder kommen? Ich werde Ihnen jetzt einige Fragen stellen, Madame Umbridge. Madame Umbridge lag verletzt vor meinem Geschäft und ich habe sie hierher gebracht, damit sie sich ausruhen kann. Also ist das hier gar nicht der Tatort. Okay, gut zu wissen. Waren Sie hier, um eine Fahrkarte zu kaufen, Madame Umbridge? Nein, Madame Puddyfoot hat sie hierher gebracht. Was meinen Sie dazu, Madame Umbridge? Erläutern Sie uns die Lage. Ich erinnere mich kaum an etwas und irgendwie ist mir schwindelig. Ich war auf dem Weg zu meinem Paddyfoot, um meinen Teevorrat aufzustocken. Das ist ganz wichtig. Geht es Ihnen gut, Madame Umbridge? Sie scheinen etwas durcheinander und verwirrt zu sein. Und wir wollten doch auch noch die Dinge, erinnern Sie sich? Sieht aus, als wäre diese Frau von einem riesigen Tier angegriffen worden. Von dem Bautruckl vielleicht? Nur so eine Idee? Ich frage mich, was für ein Geschäft dahinter steckt. Ein Bautruckl ist ein Bautruckl. Madame Umbridge, jeder noch so kleine Hinweis könnte hilfreich sein. Deswegen hat es was mit den Koffern zu tun. Es ist nicht so, als hätte der Angriff am Bahnhof stattgefunden. Das weiß ich schon. Es war bei meinem Puddyfoot. Oder war es bei Zonko? Nun, ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Würde ich gern sagen, aber das stimmt leider nicht. Ich war bei Zonko und habe aufgepasst, dass Zonks nicht reinkommt, denn die hat ja noch Hausverbot bei mir. Also nicht nett, Milton. Hast du die Krankenspur auf meinem Umbridge's Arm gesehen? Nein, ich habe einen Verbindungsfehler. Wo mache ich denn jetzt? Ich versuche es in 9 Sekunden nochmal, okay? Wenn ich Sie also richtig verstehe, Madame Umbridge, dann waren Sie auf dem Weg zu Madame Paddyfoot, als Sie von einem unbekannten Geschöpf angegriffen wurden. Aber Sie erinnern sich an nichts, was den Angriff betrifft, außer, dass Sie hingefallen sind. Ja, ich erinnere mich nur an den Sturz. Das ist nicht besonders hilfreich, was Spuren angeht. Die Krallenspur auf Ihrem Arm ist ziemlich aufschlussreich. Krallenspur? Ah, die stammt von einer Ihrer Katzen. Okay, vielleicht von mehrerer ihrer Katzen. Du hast recht, Liz. Sieht aus wie von einer Art großer Katze. Eine Katze? Das ist einfach nur lächerlich. Eine Katze würde mir so etwas niemals antun. Läuft der Imp noch frei rum? Madame Umbridge, sind Sie absolut lächerlich. Sie täten gut daran, diese albernen Spekulationen für sich zu behalten, Cody Bailey. Aber Miss Degree hat Liz und mich damit beauftragt, den Angriff des Geschöpfs zu untersuchen. Spekulationen gehören dazu. Oh, Diggory hat sie also geschickt. Sagen Sie mir, soll er sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmern? Ich brauche keine Hilfe von ihm und ganz bestimmt nicht von einem Kind. Hm! Wiedersehen. Wir wollten noch Tee trinken. Nicht vergessen. Das erinnert mich schon eher an die Madame Umbridge, der ich begegnet bin. Was für eine furchtbare Frau. Sie hat ausgesehen wie eine Kröte. Du darfst es ihr nicht verübeln, Liz. Madame Umbridge stand unter Schock, nachdem sie angegriffen wurde. Das gibt ja nicht das Recht, so unhöflich zu sein. Ich hätte sie an Ort und Stelle verfluchen sollen. Ganz ruhig, Liz. Sie ist nicht mehr hier. Es ist sinnlos, darüber zu brüten. Außerdem haben wir ein paar Informationen bekommen. Und zwar nicht gerade viele, aber immerhin ein Anfang. Vielleicht kann ich euch meine Hilfe anbieten, meine Lieben. Fantastisch. Wir freuen uns über jeden Hinweis, Madame Puddyfoot. Heute Vormittag wurde eine Hogwarts-Schülerin in der Nähe von Zonko mit schweren Kratzwunden gefunden. Da war ein Imp unterwegs. Sie konnte sich nicht daran erinnern, wie sie zu Zonko gekommen war, sehr ähnlich wie bei diesem aktuellen Vorfall. Bilden, wieso haben Sie nichts dazu gesagt? Also eine Hogwarts-Schülerin, eine Bekannte? Ja, sie wurde eilig in die Krankenstation der Schule gebracht. Oh nein, vielleicht war das jemand von unseren Freunden, Liz. Wir müssen zum Krankenflügel gehen und herausfinden, wer es ist. Doch ja wohl nicht. Die hat einerseits Hausverbot bei Zonko und andererseits sollte die gerade im Ministerium rumlaufen.
Oh, wer ist das nur? Wer ist das nur? Es ist ja so spannend. Aber Madame Pomfrey hat leider zu tun. Darum kümmern wir uns ein anderes Mal.